Grüß Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, für mich auch schon wieder zu einer späten Stunde. Aber ich habe eine gute Nachricht. Mein Konto ist wieder freigeschaltet. Ganz lieben Dank, ja, für die letzten Zuwendungen, die dafür gesorgt haben, dass jetzt genug Geld drauf war. Also inklusive, ja, dem PayPal-Kredit, den ich aufgenommen habe dafür. Dass jetzt erstmal das Finanzamt wieder zufrieden ist. Die Raubritter. Ja, genau. Und ja, das bedeutet aber auch, dass ich jetzt so relativ pleite bin. Und ich kann immer noch eure Hilfe brauchen. Ja. Aber soweit kann ich wieder alles selbst machen. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, wie es bei der nächsten Miete ist, aber danach sollte es wieder laufen. Genau, also das ist eine gute Nachricht. Ja. War auch im Prinzip live bei einem Gespräch mit meiner Energetikerin. Am Telefon, wir hatten darüber gesprochen, dann habe ich reingeschaut und ich sage, wow, jetzt ist wieder freigeschaltet. Weil ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Ja. Es hat ein bisschen länger gedauert, obwohl der Betrag schon drauf war, den sie eigentlich gebraucht haben. Hat es doch 2 Tage gedauert, bis sie es gecheckt haben. Warum auch immer, ja, ich weiß es nicht. Genau, aber das ist jetzt soweit wieder alles in Ordnung. Ja. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen, ja, wieder Geld sammeln, weil irgendwann die Steuer wieder kommen wird. Ja, super. Genau, aber vielleicht hat der ganze Quatsch ja auch irgendwann mal ein Ende hier. Man wird sehen, ja. Dann würde ich sagen, starten wir gleich in die Vollen und gehen in die Channelings rein. Genau, dazu muss ich ja draufgehen und es mal kurz kontrollieren, ob es passt. Das passt. Sehr schön, sehr schön. Genau, ich habe wie immer natürlich nur Auszüge markiert, die ich jetzt vorlesen würde. Und das ersetzt garantiert nicht, dass ihr euch mit den Channelings komplett auseinandersetzt. Und ich gebe euch jetzt auch nur, ja, so einen flüchtigen Eindruck von dem, was ich darüber denke und was dann bei mir so reinkommt und so hängen bleibt. Es geht auf jeden Fall viel um, also grundsätzlich in dieser Zeit, um Manifestation, um Transformationsarbeit. Das ist so das große Ding. Ja. Gerade wie wichtig Transformationsarbeit ist, da haben wir heute auch einen sehr schönen Text veröffentlicht. Und zwar ging es darum, dass man auch diesen Weg der Veränderung und der Transformation, der Heilung zu Ende geht. Ja. Und ja, auch wenn ich mich da ein bisschen ertappt gefühlt habe, aber nicht wirklich. Also ich habe schon auch mal gesagt, boah, ich habe doch schon so viel gemacht. Ja. Aber ich bin immer bereit, weiterzumachen. Ja. Also das benutze ich nie als Argument, nö, ich muss ja nichts mehr machen, bei mir ist alles toll. Nein, so ist es nicht. Aber ich habe schon viel gemacht. Das ist auf jeden Fall so. Ich weiß, dass ich ein sehr, sehr, sehr viel anderer Mensch bin, als ich ja, mich auch noch früher in Erinnerung habe. Gerade so ja, zu der Musikzeit oder als ich noch in einer festen Beziehung war. Ja, geheilt. Oder besser gesagt, meine Heilreise hat wirklich erst begonnen, als ich dann wirklich wieder Single war und für mich alleine die Dinge klären konnte. Das habe ich einfach gebraucht. Das ist für mich einfach leichter, als mit einem Dauerspiegel rumzurennen. Das funktioniert aber auch nur, wenn man dann ehrlich zu sich ist, weil ich sage immer, hätte ich eine Partnerin an meiner Seite gebraucht, damit ich dran wachse, dann hätte das Universum dafür gesorgt und mir ein paar Mädels vorbeigeschickt und ich hätte mich dann auch dementsprechend verliebt, weil so funktioniert das, ja? Damit man auch weiß, dass man beim richtigen Spiegel gelandet ist sozusagen. Ein bisschen unromantisch und doch wieder eigentlich klasse, ja. Genau, also hier geht es darum, ob wir auf unsere Manifestationen warten sollen, ja? Also ich habe euch ja gesagt, eigentlich strebe ich eine große magische Lösung an, was meine finanzielle Freiheit betrifft, ist mir noch nicht komplett gelungen, ja, aber ich bin zumindest schon einen Schritt weiter, ja, in der Normalität. Gucken wir mal. Jetzt lese ich mal vor. Nun, wir können sie euch nicht auf einem Silbertablett servieren, sobald sie erschaffen sind. Ihr müsst die Schwingung beibehalten, in der ihr euch befandet, als ihr erschaffen habt,
um es in eurer Erfahrung zu verwirklichen. Das finde ich sehr spannend, ehrlich gesagt. Also erstmal wieder so ein bisschen Grundkurs, Manifestation. Sobald ihr einen Wunsch habt, in Gedanken, ihn äußert, habt ihr das schon erschaffen. Das gibt es als Potenzial für euch. Das ist bereit für euch. Ja? Das Komplizierte ist es dann, es in eure physische Erfahrung zu bekommen. Und das kann man dann Manifestation nennen. Ja? Also kann man erstmal diesen schöpferischen Akt von der Manifestation trennen, damit man versteht, dass das zweierlei Dinge sind. Ja? Und wir haben schon ganz viele tolle Sachen erschaffen. In unseren Vorstellungen, auch durch Gebete, ja, durch auch Bitten an die geistige Welt, an uns selbst auch, der wir ja auch die Quelle sind, oder die wir auch die Quelle sind. Aber es ist noch nicht alles angekommen, ja, kann ich bestätigen übrigens. Das ist mal das Erste. Und dann, das fand ich interessant, ja, dass wir, als wir das erschaffen haben, in einer dementsprechenden Schwingung waren. Und wenn wir diese wieder erreichen, dann können wir auch wirklich manifestieren. Also, ich möchte es jetzt nicht in Frage stellen, aber ich habe schon auch niedriger schwingend mir schon Dinge erträumt und vorgestellt, auch so ein bisschen aus der Verzweiflung. Und die habe ich dann auch erschaffen. Ja, weil alles, was wir denken, erschaffen wir. Ist immer ein schöpferischer Akt oder was wir uns wünschen. Und ich muss dann aber wirklich in die Schwingung dessen kommen, was ich mir da gewünscht habe. Ja? So als Beispiel. Ja? Also bedingungslose finanzielle Freiheit, die unendliche Fülle Gottes. Das funktioniert. Also einerseits, es gibt so zwei Stufenplan eigentlich. Das erste ist, wenn das innerhalb meines Lebensplans ist, ja, dann muss man manchmal gar nicht so schwingen. Also das heißt nicht jemand, der jetzt, sage ich mal, reicher ist und ein Haus hat oder so, vielleicht auch spirituell ist, ist ein besserer Manifestator, Manifestierer als ihr. Ja, das müsst ihr euch auch nicht vorwerfen dann, dass ihr da schlecht seid, sondern dann ist es oft auch innerhalb des Lebensplans dran. Und natürlich ist es viel leichter, Dinge zu manifestieren, die innerhalb des Lebensplans sind. Ja? Aber auch zeitlich dann. Ja? Manchmal ist es noch nicht so weit. Ja? Gerade Umzug oder so. Viele Dinge müssen koordiniert werden. Ja? Bei einfachen Dingen kann man es gut verstehen, wenn man sich einen Parkplatz wünscht. Ja? Einfach einen Parkplatz direkt vor einem Geschäft, wo man vielleicht auch noch schwere Sachen schleppen muss. Ich hatte das mal, ich musste mal die Plattensammlung meines Vaters oder zumindest einen Großteil der Platten in den Laden in München bringen und habe mir halt eben einen Parkplatz bestellt. Ja. Hat übrigens auch nicht geklappt, aber das ist mal eine andere Geschichte. Ist auch schon lange her. Ja. Ist wirklich schon lange her. Aber wenn das dann klappt, dann bedeutet es ja nicht, dass der Parkplatz die ganze Zeit auf dich gewartet hat. Nein, dann musste ja jemand wegfahren. Ja. Und irgendwie einen Impuls bekommen. Und dann musste jemand wieder dran vorbeifahren, weil eigentlich ist jeder freie Parkplatz in München sofort wieder besetzt. Ja? Also der musste dann auch so ein bisschen versteckt werden vor den anderen. Es ist kompliziert. Ja? Und bei anderen Dingen ist es dann, kann man sich vorstellen, vielleicht noch komplizierter, ja? Dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und das dann auch so koordiniert sein muss. Genau, also. Wenn man dann aber Dinge manifestiert, ja, so wie ich jetzt vielleicht auch, und sagt, gut, weil vielleicht ist es gar nicht dran für mich jetzt, ja. Also, was heißt, wenn es gar nicht dran ist, wird es auch nicht klappen. Ist auch was. Wenn es, also, wenn mein Lebensplan mir zum Beispiel jetzt noch schwere finanzielle Zeiten offerieren möchte, damit ich daran noch wachse, dann wird es mit vielen Millionen erstmal nichts werden. Ja? Nur als Beispiel. Also da kann ich dann viel machen, weil es dann komplett außerhalb meiner Möglichkeiten ist, die ich mir aber selbst wieder als das, was ich wirklich bin, auch gesetzt habe. Ja? Also ich habe diese Möglichkeiten definiert und den Rahmen, in dem ich hier wachsen möchte. Ja? Und wenn ich dann aus dem Verstand, aus dem Ego heraus, aus der Sicherheit heraus was ganz anderes haben will, dann klappt das nicht. Ja? Da kann ich mich noch so
im Kreise drehen und wütend werden auf die geistige Welt oder wie auch immer, was man so im Petto hat dann, das wird nicht klappen. Ja? Und dennoch gibt es Dinge, ja, die sind gar nicht klar definiert und die kann man dann praktisch gestalten. Ja? Und wenn das dann ein Haus ist, irgendwo in einer anderen Gegend, muss das auch wieder koordiniert werden. Das ist aber ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter, in die Schwingung dann zu kommen, weil es eben dann nicht ja, schon quasi im Lebensplan steht und schon mehr oder weniger bereitsteht für einen, weil es klar ist, dass man diesen Punkt abackern muss, ja, dass der auf einen zukommt. Ja. Auch als positiv, muss ja nicht immer alles negativ sein. Ja. Das ist ja eh eigentlich ein großer Wunsch, den viele haben, dass sie jetzt vor allem durch positive Erfahrungen lernen und die negativen Erfahrungen und die Schwere und die Dichte, ja, da hat man dann auch irgendwann ein bisschen die Schnauze voll von. Ja. Also, aber es kommt ja auch in Wellen, das heißt, es gibt auch immer wieder die Phase der Ruhe, ja, wo nicht so viel passiert, wo man sich erholen darf von dem, was man schon erfahren hat und es wieder ein bisschen so, ja, in sich aufnehmen darf, koordinieren darf und so weiter. So, ich lese mal weiter vor. Heißt das nun, dass ihr die ganze Zeit darüber nachdenken müsst, was ihr wollt oder darüber sprechen, darüber schreiben und eine Vision davon entwerfen müsst? Nein, das müsst ihr nicht tun. Ihr könnt losziehen und eine gute Zeit haben. Lebt das Leben eurer Träume so gut ihr könnt und seid in diesem Zustand höherer Schwingung mit eurem Glauben, dass das, was ihr manifestieren wollt, auch kommen wird. Ja. Also, das ist so praktisch das Gegenteil von Loslassen. Ja. Aber ich habe das schon, glaube ich, letztens erwähnt, dass es natürlich Themen gibt, bei denen es schwerer ist, loszulassen. Ja. Ich habe das so als Spaß gesagt, ja, wenn man das Leben loslässt, ist man tot. Das ist so eine Geschichte, ja. Aber mit dem Geld versteht sich auch von selbst, weil es ja die ganze Zeit eine Rolle spielt im eigenen Leben. Ja. Aber man kann sich natürlich auch frustrieren. Ja. Man kann, wenn man jetzt immer wieder dann denkt, oh, das hat schon wieder nicht geklappt und das hat schon wieder nicht geklappt, ja. Und ach, warum? Ja, immer ich, ja, so in diese Opferrolle dann so ein bisschen ganz sanft, jetzt nicht so extrem, aber immer wieder so ein bisschen diese Gedanken hat, dann verhindert das eher Manifestationen und das darf man loslassen. Ja? Also bei solchen Themen wie Finanzen kann man nicht komplett loslassen, weil sonst würde man vergessen, die Miete zu überweisen und so weiter und so fort. Ja? Man ist damit konfrontiert. Genau. Was halt eben ablenkt, wenn man im Hier und Jetzt wirklich lebt und das Leben auch genießt, ja? Und dann auch das Beste draus macht. Ja? Es gibt ja schon Dinge, die man machen kann. Also nur als Beispiel, ja, wenn, also ich habe euch das ja schon mal gesagt, es ist sicher bei mir in gewisser Weise wieder dran. Ich weiß nicht, ob ich die Zeitlinie schon wieder verlassen habe, aber ich denke nicht. Ja. Gab auch deutliche Zeichen in diese Richtung, dass ich irgendwann wieder mit einer Band unterwegs sein werde. Ja. Und wenn es nur im Proberaum ist, einfach wieder physisch mit Menschen Musik machen. Ja. Da hätte ich Lust drauf. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ich lass die Gitarre in der Ecke stehen und ich warte drauf, bis das soweit ist. Was mache ich? Ich übe. Ja? Sogar mehr als jemals zuvor. Vier Instrumente. Ich würde auch noch gern singen üben. Geht nicht leider in der Bude, weil ich müsste nicht viel singen. Also wenn man da regelmäßig eine halbe Stunde, eine Viertelstunde manchmal sogar, nur anfängt, die Stimme zu entwickeln und auch, ja, also der auch eine gewisse Kondition zu verleihen, weil das ist auch eine Tatsache, wenn man ein bisschen lauter singt, ja, wird man schnell heiser und so weiter und so fort. Ja. Aber was mache ich eben? Ich warte nicht darauf, dass im Außen das kommt und dann mache ich erst was, sondern ich mache jetzt schon das Beste draus und üben wird immer eine Rolle spielen, auch daheim üben, wenn man mit einer Band unterwegs ist. Nur als Beispiel. Ja. Und so gibt es viele Dinge, die man schon mal machen kann. Ja. Wenn man das große Heilzentrum irgendwann mal haben möchte, wenn man ja, davon träumt, ja, also einen Riesenunterschied zu machen mit ja, einer, ja, großartigen, mit dem großartigen Angebot von Heilmöglichkeiten, dann muss man nicht auf das Haus warten oder auf die Räumlichkeiten und auf das Geld vielleicht, das man dazu benötigt. Man kann schon vorher einfach sich mit Heilung beschäftigen. Also das heißt, werde auch in den Rahmen, die dir dann gegeben sind oder dem Rahmen, der dir dann gegeben ist, der bestmögliche Heiler, der du sein kannst. Beschäftige dich einfach mit den Dingen. Ja.
einfach erst zu sagen, ja gut, erst wenn ich die Schlüssel in der Hand habe, fange ich mich an, mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, oder wirklich auch intensiv zu beschäftigen. Es geht auch darum, dass man einfach dem Universum auch beweist, dass man da wirklich Interesse dran hat. Das ist nicht nur so, ja, hätte ich gern, wenn es nichts wird, auch egal. Ja. Genau, aber man beweist es auch wieder, das hört sich wieder so extern an. Ja, wir müssen da ein bisschen rauskommen aus dieser Idee, dass wir etwas bitten, uns dann bekommen, weil der andere sagt, na gut, kriegst es halt. Ja. Sondern es ist schon etwas, wo wir eine riesengroße Rolle spielen. Unsere Schwingung, eben unser echter Herzenswunsch. Ja. Manche Dinge können wir auch zu Herzenswünschen machen. Wir sind ganz flexibel, auch innerhalb unseres Lebensplans, der auch immer noch geschrieben wird. Das ist auch eine interessante Geschichte, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, weil es echt dann sonst völlig explodiert, was ich zu erzählen habe. Aber man kann davon ausgehen, also besser gesagt, sollte man sich von der Idee verabschieden, dass da etwas geschrieben steht und das sozusagen in Stein gemeißelt ist und man das nicht mehr verändern kann. Ja? Nein, das wird jetzt noch geschrieben, weil es in den höheren Reichen eben auch diese Zeit, wie wir sie kennen, so nicht gibt. Ja? Deswegen entsteht das auch jetzt noch, obwohl wir die Inkarnation schon leben. Genau. Ich lese mal weiter vor. Oftmals haben diejenigen, die am meisten dafür tun, etwas in ihrer Erfahrung zu manifestieren, am wenigsten Glauben oder sie glauben eher an den Prozess als an sich selbst und an das Gesetz des Universums, das besagt, dass man das bekommt, was der eigenen Schwingung entspricht. Also, ja, man kann auch zu viel machen und zu viel Druck ausüben, was dann eben auch so wieder so eigenen Druck erzeugt und auch ganz klar wieder auch Frustrationen beinhalten wird, wenn es dann nie klappt. Ja? Wenn man, oh, jetzt habe ich echt ein gutes Gefühl und jetzt habe ich so viel gemacht an dem Tag und habe mir das nochmal so ganz intensiv gewünscht und habe mich gefreut und habe es visualisiert und so weiter und so fort und dann kam es schon wieder nicht. Ja? Also da geht es auch darum, das wird auch später nochmal kommen, dass es auch darum geht, dass man geduldig ist. Ja? Dass man einfach auch dem Prozess vertraut, dass man wirklich glaubt, ja, an diesen Prozess. Ich habe das schon erschaffen, das ist doch eh ein wunderschöner Gedanke, dass alles, was wir uns gewünscht haben, schon erschaffen wurde und jetzt müssen wir uns nur noch bemühen, es downzuloaden oder wie ihr es auch mal nennen wollt, uns schicken zu lassen. Und das hat eben viel mit unserer inneren Arbeit, eben auch mit unserer Schwingung zu tun. Genau. Jetzt habe ich da oben markiert. Genau, das habe ich gelesen. Wir laden euch also ein, uns als diejenigen zu betrachten, die bis zu einem gewissen Grad das liefern können, worum ihr gebeten habt. Und wir laden euch ein, euch als diejenigen zu sehen, die mächtig genug sind, alles zu manifestieren, was ihr euch in eurer Fantasie ausdenken könnt. Möglicherweise müsst ihr jedoch länger warten, als ihr möchtet, und manchmal ist es das Warten, das den Glauben zerstört. Ja. Weil man dann sagt, gut, das klappt einfach nicht mehr. Dann resigniert man und das auch nicht wirklich loslassen, sondern das ist dann aufgeben. Aufhören zu kämpfen, aufzugeben, ist eine gute Sache. Aber eben nicht, wenn man tatsächlich, das ist nicht, dann nicht mehr loslassen, sondern ist dann wirklich totale Resignation. Ja. Es kann dann auch sein, dass die Sachen dann kommen, weil man zu hart das wollte. Aber in Wirklichkeit gibt man dann auch wirklich auf und sagt, nee, das kommt nicht. Und das ist der Gedanke, der dann manifestiert wird. Ja. Ich kriege das nicht. Das manifestiert sich dann. Dann kommt es auch nicht. Ja. Das meine ich. Ja. Genau. Also wie gesagt, ja, da stehen noch andere wunderbare Dinge drin, aber das ist dann zu aufwendig, zu viel. Ich möchte dann auch schon ein bisschen diese Essenz aus den einzelnen Channelings rausholen. Ansonsten ja, könnte man natürlich über jedes Channeling auch 1,5 Stunden referieren wahrscheinlich. Genau, jetzt der arcturianische Rat. Ein Prozess zur Sicherstellung eures physischen, außerirdischen Kontakts. Genau, das ist auch etwas, was wir eigentlich haben wollen. Also viele von uns wollen das haben. Und
machen sich dann aber doch um einige Dinge noch gar nicht so viel Gedanken. Und das ist jetzt, finde ich, sehr schön ausgedrückt und auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und der Anfang ist sehr interessant. Passt mal auf. Also eben der neuntdimensionale arcturianische Rad sagt selbst von sich, wir selbst sind noch in Arbeit. Und wir sehen vielleicht etwas in eurem Bereich, über das wir immer noch ein bisschen urteilen. Und deshalb wissen wir, dass wir das klären müssen. Ja? Also, in der neunten Dichte ist man, kann man jetzt sagen, nicht urteilsfrei. Ja? Nicht ausschließlich urteilsfrei. Und wir gehen jetzt in die fünfte Dichte, ja, und sind in der vierten Dichte. Also, auch eine gute Nachricht, seid da nicht zu hart zu euch. Ja? Ihr urteilt einfach manchmal noch. Ja? Und dann begegnet ihr halt einfach noch Menschen, auf die ihr so gar keinen Bock habt, weil, ja, da kommt das Urteil. Das ist aber dann in Ordnung auch. Ja? Ihr bemerkt es ja. Alleine schon seine Gedanken zu bemerken, bewusst zu verfolgen, ist schon ganz wichtig. Das ist ein riesengroßer Schritt für ein erweitertes Bewusstsein, für spirituelles Wachstum. Und dass eben der neuntdimensionale arcturianische Rat diese Arbeit auch noch macht, das ist ganz wichtig. Ja? Ich weiß das schon lange, aber wenn ich dann manchmal so höre, was die Menschen sich so vorstellen über die fünfte Dichte, denke ich, Alter, ihr seid dann einfach, ihr beschreibt im Prinzip einen Zustand so kurz vor der Quelle, so zwölfte obere Dichte. Ja. Das ist aber nicht der Fall, wo wir hingehen. Und dennoch wird es wunderbar, also auch vom Gefühl her. Also es wird natürlich eine ganz andere Energie sein. Also ich wünsche mir ja schon manchmal das Gefühl erleben zu dürfen, wenn mal alle manipulativen Energien Pause haben. Ja? Und wenn es nur für eine Minute ist, wie fühlt sich dann der Laden ja an, ja? Wenn sämtliche Radiowellen, also auch wenn sie nicht mehr auf ungünstig gestellt sind, also man kann ja mal mit diesen Wellen und Frequenzen kann man ja auch ganz viele tolle Sachen machen. Ja? Aber ist klar, dass diese Dinge natürlich hoch manipulativ sind und halt auch oft sehr schädlich. Ja? Und ich habe mir oft vorgestellt, wie fühlt man sich, wenn das einfach mal weg ist. Ja? Also, das ist, macht dann schon einen Unterschied. Ja? Vielleicht ist das dann auch schon sehr, sehr viel fünfte Dichte. Genau. Jetzt ist eine wunderbare Zeit dafür, denn ihr möchtet die klarste und reinste Version. Habe ich das schon vorgelesen? Nee. Ermutigen euch, dasselbe zu tun, insbesondere wenn ihr euch mit den Überzeugungen anderer, den Handlungen anderer, der politischen Zugehörigkeit anderer befasst. Ja? Also die Meinung des anderen und Überzeugung, Glaube, ja, ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder jemanden aussortieren müssen, weil der mich angefangen hat, missionieren zu wollen. Ja? Das mache ich nicht mit. Da bin ich dann sofort raus. Kommt natürlich darauf an, ja? Wenn es jetzt jemand ist, der mir ganz nahe steht, aber da gibt es nicht viele Menschen momentan, dann kann da ganz viel passieren. Ja? Aber ja, in dem Fall, und ich habe das schon häufiger mal erlebt, ja, auch bei jemandem, der in meiner Nähe wohnt eigentlich, ja, wo man eigentlich sagen könnte, oh, ist eigentlich schön, ja, dass jemand mit einer ähnlichen Einstellung hier ist. Aber ja, da ja, wird es leider ein bisschen schwieriger. Also wenn die Christen anfangen wollen zum ja, missionieren mit der Bibel in der Hand, und das ist für mich ein, also ist natürlich ein wertvolles Buch, passagenweise, ist aber auch ganz viel rausgelassen worden. Das ist meine Wahrheit über die Bibel. Und auch viel verdreht, ja? Weil das ist natürlich ein wichtiges Buch. Das war das wichtigste Buch ganz viele Jahrhunderte lang, weil es fast nichts anderes gab, was geschrieben war und aufwendig war. Ja? Also haben die natürlich, und das wurde gelehrt, ja? Das war ja ganz wichtig, um die Menschen auch unter die Fittiche zu bekommen. Ja? Also es ist ja leider so, dass Religionen halt eben oft dann, ja, von machthungrigen Menschen übernommen werden und die dann ihr eigenes Ding draus machen. Ja? Und zu der Zeit konnten die Menschen ja gar nicht, also ganz viele konnten nicht lesen und schreiben, und die mussten glauben, was da drin steht. Ja? Und dann wurde das halt verändert und umgeschrieben. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Aber das nur so nebenbei.
Ihr habt noch viel zu tun, um die Urteile, die Widerstände, den Groll, alles, was ihr in euch tragt und was euch nicht mehr dient und das gereinigt werden muss, hinter euch zu lassen. Ja. Super wichtig. Ihr habt noch viel zu tun. Ja. Habe ich ganz vorgelesen, kann sogar sein. Ihr habt noch ganz viel zu tun. Aber ich lese das so, das hat so die Energie davon. Ja. Um die Urteile, die Widerstände, den Groll, ja, alles, was ihr in euch tragt, das eben nicht günstig ist und gereinigt werden muss, hinter euch zu lassen. Das ist auch meine wichtigste Botschaft. Auch ans erwachte Kollektiv, auch an mich. Ja. Ich bin noch nicht durch. Das ist keiner. Ja. Und die, die es behaupten, die faken halt viel. Ja. Guckt euch immer die Schwingung an. Das ist immer das Wichtigste. Wer keine hohe Schwingung hat, der kann nur aus dem intellektuellen ja, Schatz, Verstand arbeiten. Und das ist einfach heutzutage echt zu wenig. Ja? Und dennoch auch sehr wertvoll. Es ja? Gibt ganz viele Informationen, die kann man auch da mal abgreifen. Aber insgesamt, ja, auch damit man sich öffnet und auch diese mitschwingende Botschaft bekommt, weil es geht wirklich auch darum, dass wir uns in das Feld von anderen Menschen begeben können, die schon sehr heil sind. Und das ist sehr heilsam und sehr einfach wunderbar, ja, sich in so ein Schwingungsfeld zu begeben und daran auch zu wachsen, ja, und selbst dann auch angehoben zu werden. Jetzt ist eine wunderbare Zeit dafür, eben ja, nochmal Vollgas mit der Heilung zu geben, denn ihr möchtet die klarste und reinste Version eurer selbst sein, wenn ihr euch auf außerirdische Begegnungen im Physischen einlasst. Also ist schon wieder ein bisschen schwierig, ja, wenn man einfach nicht so weit ist. Kann es sein, dass es gar nicht ins Leben kommt oder es wird halt keine so ganz tolle Erfahrung sein. Wir haben auch schon gelernt und gehört, dass wir das dann zum Teil vergessen, ja. Also ich möchte es gerne behalten und euch auch gerne davon erzählen. Also jetzt nicht nur Astralreisen, da kriege ich dann eh viel mit, also auch ganz intensive Träume, die ich habe, aber dann auch wirklich also physische Begegnungen. Ja? Wenn ihr vor einem dieser Wesen steht, ja, das eben auch in der Schwingung sehr hoch ist, eine ganz andere Ausstrahlung hat, ja, weil es ein natürliches 5D ist auch. Möchtet ihr bereits alles losgelassen haben, was euch daran hindern würde, eine reine Erfahrung dieses anderen Aspekts der Quelle zu machen, dem ihr begegnen werdet? Ja. Auch, also ich weiß auch, das wurde auch schon öfter geschrieben, die Außerirdischen machen sich auch Gedanken über unser Urteil. Ja, wenn wir also einfach schon unter den Menschen so große Unterschiede machen, ja. Dann sagen die sich, ja, wie reagieren die dann erst auf uns? Ja? Und bei einigen wird es dann auch so sein. Ja? Ich habe auch schon Menschen kennengelernt in der spirituellen Szene, die es total ablehnen sollen. Die sollen bleiben, wo sie sind. Die gehören ja nicht her. Wir sind hier die Menschen, die brauche ich ja nicht auf dem Planeten. Habe ich auch schon gehört. Ja? Es wird euch auch glücklicher, gesünder und erfüllter mit dem Licht und der Liebe der Quelle machen, wenn ihr das Bedürfnis loslasst, dass jemand anders sein, anders denken oder anders handeln muss als bisher. Da geht es darum, dass wir aus der Überzeugungsarbeit rauskommen, ja, und dennoch werden wir immer auch sprechen mit Menschen. Und ich hatte auch so eine Erfahrung, dass ein Musikerkollege aus München, dass die Frau gestorben. Und ich hatte dann den Impuls, ich muss sagen, der Kontakt ist intensiver geworden. Er hat mich auch deswegen darüber informiert, das ist schon Jahre her, dass es seiner Frau nicht gut geht, weil er wusste, dass ich spirituell bin und wollte einfach meine Sichtweise hören. Ne? Also das mal so einleitend. Aber ich habe ihm dann einen sehr guten Jenseitskontakt schenken wollen. Und dann hat er sich gar nicht mehr gemeldet. Ich habe ihm auch eine Sprachnachricht drauf gesprochen. Also ich habe ihn jetzt nicht belabert. Ich habe ihm mal einmal was geschickt und eine Sprachnachricht geschickt. Und dann habe ich von ihm nie wieder was gehört. Also bis vor kurzem. Also das hat jetzt schon sicher ein halbes Jahr gedauert. Wenn nicht sogar länger, bis der sich wieder gemeldet hat. Und er hat mir erklärt,
dass das für ihn einfach so jetzt einfach eine super schwierige Zeit war und er weiß, dass ich das, also dass ich nur helfen wollte und so, aber das ist halt nicht wirklich das, woran er glaubt oder was er für real hält. Und das ist völlig in Ordnung. Ja. Da habe ich ihm nur geschrieben, dass ich dankbar bin, dass er mir das nochmal erklärt hat und ich ihm auch das nicht geschickt hätte, wenn er sich nicht vorher eigentlich vor allem wegen meiner Spiritualität bei mir gemeldet hätte. Ja. Da muss er halt damit leben. Aber ich habe ihn dann nicht belabert. Ja. Das merkt man ja auch sofort. Ja. Wenn jemand dann nicht drauf reagiert oder nicht in die Diskussion einsteigt oder neugierig wird, ja, sondern im Prinzip ja, einfach nur noch ein Smiley schickt und dann kann man auch aufhören mit der Überzeugungsarbeit, die man manchmal leisten will bei Menschen, ja, worum es auch immer geht. Ja. Dann sind wir, also auch hier geht es wieder ganz deutlich, ja, beim zweiten Channeling darum, macht eure Heilarbeit. Ja. Dann hier wieder ein bisschen reißerisch von Thymios, dem Kollektiv der aufgestiegenen Meister. Was steht der Menschheit unmittelbar bevor? Ja, ich habe auch hier Auszüge nur markiert. Ihr seid dazu da, erweckt und aktiviert zu werden, um das, was in euch steckt, freizusetzen. Und deshalb ist dies die aufregendste Zeit für die Menschheit auf der Erde, die es je gab. Es hatte jemand auch in den Kommentaren geschrieben, dass es ihm zu technisch klingt. Ja, manchmal ist die Übersetzung unglücklich, aber in dem Fall passt sie eigentlich. Weil so aktiviert, das klingt so technisch. Ja? Das ist aber das beste Vokabular, das wir haben, wenn es darum geht, was eigentlich mit uns passiert. Ja? Also, dass in unseren Zellen etwas aktiviert wird, ja? Das eigentlich so ein bisschen brachgelegen ist und dann aber ja, auf einmal wieder benutzt wird. Das ist unfassbar. Dann geht es eben in Richtung 5D, Lichtkörper und so weiter und so fort. Ja? Oder diese Upgrades und Downloads, da gibt es eigentlich gar keine richtigen deutschen Worte dafür, weil es eigentlich aus der Computertechnik kommt und dem einfach am nächsten kommt, was da passiert. Weil es kommen Energien auf uns rein und im Prinzip müssen wir uns bereit erklären, dieses Upgrade aufzunehmen. Da rutscht die ganze Zeit irgendwie ein Karton hin und her. Als ob da eine Katze wäre. Leider habe ich jetzt gerade keine Katze hier. Aber ja. Süß. Habe ich die ganze Zeit nicht gemerkt vorher beim Üben. Also, deswegen ist das Vokabular dann so ein bisschen merkwürdig. Ich bitte ja auch zum Beispiel um Upgrades, Downloads, Erweiterungen, Freischaltungen, Aktivierungen. Ja, das ist das Vokabular. Ja. Energien und Fähigkeiten, ja, wenn sie zu meinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller sind. Dann darum bitte ich mittlerweile auch wieder täglich. Ja. Also grundsätzlich ist es auch etwas, was man mal sagt und dann ist es auch aktiviert. Aber wenn neue Energien reinkommen, es kommen ja immer neue Energien rein, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man dafür auch wieder seine Bereitschaft erklärt. Ja. Vielleicht kann man das auch mal so global machen, aber für mich fühlt es sich gut an, das dann doch nahezu täglich zu machen. Ja. Das ist so Teil meines Spaziergangs um den See herum. Genau. Und deshalb ist dies die aufregendste Zeit für die Menschheit auf der Erde, die es je gab. Ja? Meine Energetikerin, die schreibt manchmal so, als ob die Sachen so weiterlaufen würden wie bisher. Als ob sich nichts ändern würde. Ja? Und dann auch, wenn ich dann schreibe, hey, aber so wird es ja nicht bleiben. Ja? Wir werden sehen. Ich so, okay. Aber ja. Ja. Da ist sie sich noch nicht so ganz sicher. Und ich kann es auch verstehen. Also, wir hatten auch schon bei einem Treffen gesagt, ja, in den 70er Jahren haben sie auch gesagt, ja, die Welt wird demnächst eine neue werden. Ne? Und wurde sie auch, aber sie wird schlimmer. Genau. Da wären wir dann auch wieder so ein bisschen bei der Energie unseres Interviews mit Vuk. Ja? Dass es eben natürlich Menschen gibt, die ja, das Realismus nennen. Und einfach schon ein bisschen enttäuscht sind von der Welt und wie es läuft. Ja? Und dem erwachten Kollektiv gar nicht mehr so viel zutrauen. Ja? Das ist bei mir ganz anders. Ja? Da werden wir auch demnächst, wir werden wahrscheinlich nächste Woche wieder eine Sendung machen. Und dann werden wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen, auch in diese Unterschiede, die wir da zum Teil leben. Und dass wir eben auch unterschiedlich über diese Szenarien denken, auch übers Außen zum Teil. Ja? Denkt daran, wie viele Erfahrungen ihr in diesem Leben auf der Erde des Aufstiegs sammelt. Ihr seid hier, um einen Zyklus zu vollenden,
einen Zyklus des Inkarnierens, Sterbens und Wiedergeborenwerdens im Physischen auf der Erde. Also ganz viele haben ja das Gefühl, dass es für sie dann jetzt vorbei ist. Und das wird auch so sein. Aber ihr müsst dann noch ein bisschen was machen. Und wenn man das freiwillig macht und einfach bewusst auch umgeht mit der eigenen Transformation. Ja, gut, da kann ich noch was dazu sagen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in meine Ich Bin-Sätze, ich bin die violette Flamme aufgenommen. Ja. Und ich bin Transformation. Auch eine ganz starke Geschichte. Da erklärt man auch dann für sich selbst schon, dass man natürlich ein Wesen der Veränderung ist. Dass man bereit ist, diesen Weg zu gehen, des spirituellen Wachstums eben. Ja. Das erfordert viel Energie, ja, diesen Weg zu gehen. Deshalb habt ihr viele Energien in euch, auf die ihr zugreifen müsst. Das müsst wieder, das mögen ja viele von euch nicht. Aber es ist so, wenn ihr nach links gehen wollt, weil da der Weg ist, oder besser gesagt, da das Ziel ist, dann müsst ihr halt nach links gehen. Ja? Du darfst nach links gehen, kann man sagen, ja. Aber ist doch Quatsch. Ja? Wenn du da hinkommen willst, von A nach B, und dann muss man an der Straße eben links abbiegen, dann muss man da links abbiegen. So einfach ist das, ja. Also, bleibt mal locker. ja, es gibt einige, die sich dann so ein bisschen daran noch reiben, würde ich mal sagen. Ja. Und es kommen immer mehr Energien herein, um euch zu inspirieren und euch daran zu erinnern, woraus ihr gemacht seid. Also das ist ja auch, das haben wir ja bestellt. Wir wollen immer mehr Impulse. Gerade wenn wir nicht losgegangen sind, da wird es immer krasser. Wenn wir nicht drauf gehört haben und uns ein bisschen der Transformation verweigert haben, wird es immer krasser. Also, ja, macht Sinn, einfach auch schon bei einem leichten Lufthauch zu gucken, was gemeint ist und dann zu machen. Ja. Dann ist es einfach, dann ist man mehr im Fluss und es hat eine größere Leichtigkeit. Das macht nicht so Aua. Ich finde es gut. Genau. Alles, was ihr in einem von uns, das ist ja das, ja, Kollektiv der aufgestiegene Meister, und in einem der Leben, die wir hier auf der Erde gelebt haben, seht, ist auch in euch. Und ihr werdet aktiviert, wenn ihr einfach bedenkt, was jemand wie Jeschua getan hat. Ihr werdet durch das Mitgefühl seiner Mutter Maria, durch den Frieden und die Weisheit des Buddha aktiviert. Ja? Also, wir dürfen uns da inspirieren lassen und uns dennoch nicht. Das wissen ja viele und das ist natürlich auch das Fatale im Christentum, dass sie Jesus als Heiland ansehen, als den Retter der Welt, ja, der auch wiederkommt und sich selbst als klein und unwürdig. Ja. So funktioniert halt Spiritualität nicht. Ja. Das ist das Schlechteste an der verdrehten Botschaft der Bibel. Ja. Obwohl ja auch Dinge drinstehen, wenn man sie versteht, weiß man es. Und Jesus, das haben sie drin gelassen übrigens, ja, die Wahrheit, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet es mir gleich tun und noch besser. Ja? Also, naja, aber so ist es halt. Ja. Auch schön, ja, eine schöne Energie, Weisheit des Buddha. Fühlt da mal rein, das ist doch eine wunderschöne Energie. Mag ich. Dann auch ein Vorschlag, ja, sich energetisch mit seinen Mitmenschen zu verbinden, ist genauso kraftvoll, wie sich an uns alle in der 12. Dimension zu wenden. Wir möchten, dass ihr erkennt, dass ihr mächtige Wesen um euch herum habt, die ihr aktivieren und aus denen ihr mehr von diesen Energien schöpfen könnt. Also wieder dieses Einssein, gemeinsam Kraft schöpfen, ja, und dennoch sich bewusst sein, das ist das, was ich hinzufüge, dass eben Heilung noch ansteht, dass wir manche Sachen noch nicht machen können, dass wir noch nicht so weit sind für das ein oder andere, was wir gerne umsetzen würden. Weil, ja, oft ist es dann so, dass man denkt, die anderen sind noch nicht so weit und in Wirklichkeit liegt es auch an einem selbst. Ja. Das ist also gerade auch wieder sehr deutlich aus der geistigen Welt kommt so ein bisschen der mahnende Zeigefinger, ihr müsst schon was machen. Ja. Also ihr habt noch einen Weg zu gehen. Auch wenn der ja schon mehr Freude machen kann als den ihr schon gegangen seid, als den Weg, den ihr schon hinter euch habt. Aber es ist
immer noch etwas zu tun. Und wie gesagt, mein Vorschlag ist eben, früher zu reagieren, in der großen Leichtigkeit auf die Impulse zu reagieren, in sich hineinzufühlen und zu hören, ob da Inspiration und Intuition ist, ob die innere Weisheit auch aktiviert werden kann und dann dementsprechend handeln. Ja? Dann ist es ganz einfach. Und zu hinterfragen, warum Dinge vielleicht schwierig sind und sich schlecht anfühlen und nicht zu warten, bis es kaum mehr auszuhalten ist. Ja? Und eben raus aus dem Vorwurf den anderen gegenüber. Man muss sich nicht alles anziehen, was einem gespiegelt wird, wenn man sich nur wundert. Wenn man sich getriggert fühlt und einen echt ärgert, dann muss man noch mehr machen und muss bei sich selbst viel mehr gucken als bei den anderen. Ja. Genau, das war das Wort zum Sonntag, hätte ich beinahe gesagt, aber stimmt sogar. Ja. Wir haben jetzt den 1. September, 2:57 Uhr und ich werde jetzt dann mal die Aufnahme beenden. ja, ihr Lieben, ja, dann danke ich fürs Zuhören. Ich bin immer noch sehr dankbar über Energieausgleiche. Jetzt ja mittlerweile auch wieder auf dem Konto, wobei das schon immer gut war, weil dadurch wurde es ja jetzt im Endeffekt auch freigeschaltet. Und ja, aber es ist eine neue Leichtigkeit, dass ich wieder Besitzer eines ja, vollständigen und funktionierenden Kontos bin. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Haut rein, bis dann. Ciao, Servus, liebe Grüße, euer Wolfgang. Wuhu, yippie! Thank you.